Hi ho, willkommen zurück hier bei Monster Hunter Rise, dem Solo-Projekt. Beim letzten Mal haben wir gegen den Großesuchi und gegen zwei Großbuggies gekämpft. Und nun machen wir hier heiter weiter mit der nächsten krassen Quest und ich nutze mir hier ein Lotterielos. Ich habe einen Jackpot und, oh cool, eine Figur, eine Falle, eine Fallgrube besser gesagt, ein Maxi-Trank. Das nehme ich doch alles gerne mit. Ja, Talismane machen wir später mal. Das ist jetzt sowieso erstmal nicht relevant. Und dann schauen wir mal bei ihr nach. Was gibt es denn so? Oh, erstmal gibt es hier wieder neue Optionalen, die ich mir wieder hier reinballern kann. So. Und dann hochrangig. Genau, wir machen jetzt die göttliche Komödie. Und zwar sagt die Landwirtin. Das darf nicht wahr sein. Ein Azuras und ein Kuluyaku ausgerechnet auf dem Weg, auf dem ich Honig und Eier liefern muss. Ist das eine Strafe der Götter oder was? Tja, scheinbar ist dem so, aber zum Glück sind wir ja da. Wir göttliches Wesen werden dem Ganzen auf die Schliche gehen. So, Azuras müsste eigentlich Feuer haben als Hauptschwäche, genau. Und der Kuluyaku eigentlich auch. Nee, der hat Wasser. Wie sieht Azuras mit Wasser aus? Geht eigentlich auch. Zumindest was die Vorderbeine betrifft. Eis wäre auch möglich. Ich glaube, ich... Ah nee, Wasser macht der... Nee, das war Donner. Ich habe mich komplett verguckt gerade. Wasser macht bei ihm fast gar nichts. Na gut, dann werden wir uns auf Azuras, glaube ich, konzentrieren und wechseln dann. Ja, das kriegen wir hin. So schlimm wird das nicht. So, okay. Dann behalte ich bei Azuras auch diese Wechselkünste drin. Da geht das immer noch ganz gut. Das passt schon. Einfach mal schauen. So, hier wieder alles mitnehmen, ne? Alles zum halben Preis dabei. Tetranadon ist auch da. Jetzt muss ich wieder warten, weil der Hund sich erstmal ausgräbt. Ich verstehe das nicht, wenn ich ehrlich bin. Beim letzten Mal schon, ne, erwähnt, dass das irgendwie ziemlich suspekt ist, dass der Hund... Der Palamute pfeifst den halt direkt im Camp an und der gräbt sich erstmal ein und gräbt sich bei dir raus und anstatt direkt zu dir zu laufen, er ist doch hinter dir. Verstehe ich halt nicht. Oder liegt das daran, weil man so eine Schlitteranimation kommt? Dass sobald man so eine Schlitteranimation kommt, der Hund sich automatisch eingräbt, damit er hinterherkommen kann? Das ist trotzdem seltsam, so irgendwie. Fühlt sich das komisch an. Vielleicht muss ich mir einfach angewöhnen in Zukunft. Den gleich an der Truhe vielleicht anzupfeifen, den Hund nicht erst loszulaufen, sondern sofort bei der Truhe halt nach dem Hund zu pfeifen oder nach dem Palamute. Vielleicht ist das die Lösung dann. Probieren wir nochmal aus, ne? Bin ja lernfähig. Hoffe ich zumindest. Das war ungünstig, dass das nicht getroffen hat. Sehr gut. Hat er sich auf mich draufgesetzt. Diddle, 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 diddle.
Achso, ich habe wieder keine Aufladung gehabt. Da habe ich wieder nicht drauf geachtet. So sehr auf seine Bewegung hier fixiert war, dass ich nicht gesehen habe, wie unser Aufladebalken denn so aussieht. So, ja, wir könnten eigentlich auch den Tipps, ne, die ich ja in einer der letzten Folgen irgendwann mal vorgelesen habe, könnten wir theoretisch auch mal befolgen und Honig mitnehmen. Dann scheint der Azuros abgelenkt zu sein. Weil er Honig frisst. Haben wir auch einen Vorteil, so in dem Sinne. So, Tetranadon hilft uns, das ist gut. Hier kannst du gleich weitermachen. Immer schön draufsetzen. Hui! Bam. Ist einfach nichts bringt so. Witzig, wie Azuros da reingesprungen ist. Aua. Dann über Kubiaku. Wow. Dass ich immer nach hinten setzen muss. Okay. So, zack, zack. Zack, zack. Und dann. Schade. Falscher Winkel. Ich will nämlich. Habe jetzt nämlich versucht, an den Armen. Ne, weil seine Vorderarme haben ja mehr so die Schwäche. Mich daran zu heften. Oder den Kopf. Das ist auch okay. Aber es hat gerade mehr. Oder minder funktioniert, ne? Ich war vom Winkel her leider falsch ausgerichtet. Okay, cool, jetzt kann ich nichts machen gerade. Hatte ich Glück, das hätte mich eventuell getötet. Wow, Alter, der geht ja gerade richtig ab. Cool. Dann stellen wir mal hier in die Sicherheit. Dann warte ich halt. Genau so. Damit er halt ein bisschen erschöpft ist hier. Na, Azuros ist auch nicht zu unterschätzen, ne? Also. Wenn halt so wie ich gerade falschen Winkel kämpft. Wenn es mal von seinen Attacken getroffen wird, ist ja auch nicht so gut. Der Apex ist später dann nochmal so eine Nummer für sich. So.
Dann schauen wir mal. Gerade läuft das ja alles ein bisschen schlecht. Ich muss auch sagen, dass die Feuer-Morphax irgendwie mir nicht so gefällt. Wenn ich ehrlich bin. Was aber ne, eher an dem Punkt liegt. Dass ich keine Elementfiole da drin habe. Ne? Ah, das kennt ihr ja. Das große Problem. Wir können ja mal gleich gucken nach dieser Quest, welche Waffen wir denn schon machen könnten. Ob wir die Kesu-Waffe beispielsweise schon upgraden können. Das war cool gerade. Ich konnte die gerade abbrechen. Los geht's. Ich hasse das manchmal, wenn man diesen scheiß Winkel, den ungünstigen Winkel erwischt. Manche Monster sind einfach zu klein und bewegen sich. Ja, oder das hier zum Beispiel. Ne? Es ist so ärgerlich, wenn das nicht trifft, wenn man einfach nur 15 cm daneben gesprungen. Einfach so doof klein halt ist das Monster. Ich glaube, bei denen sollte ich dann auch in Zukunft, damit die Frust nicht so groß wird, eher mit dem anderen Stil spielen. Mit der verdichteten Entladung und sowas. So, dann... verziehen wir uns mal hier zurück, zack. Und wechseln die Morphax zum Wassertypen aus. Und dann werden wir jetzt Kuyaku jagen. Ui. Ui. So, jetzt habe ich ja gepfiffen, jetzt kann ich erstmal laufen eine Weile. Ja, hier geht's schneller, komischerweise. Na gut, egal. Hallo, Kuyaku. Na? Okay, verstehe ich jetzt nicht ganz, aber kann man machen. Nimm das, Kuyaku. Der Stein, den Stein getroffen. Und hier wieder nicht getroffen. Sehr gut. Genauso wie es mag. Oh, jetzt aber den Kopf hier. Perfekt. Okay, hat einfach aus der Luft gehauen. Das ist in Ordnung, das akzeptiere ich. Das ist in Ordnung, das akzeptiere ich auch.
Na gut. Kurz mich ein bisschen zurückziehen. Lass die beiden einfach kämpfen, dann passt das schon. Ja, was passiert denn jetzt? Kann ich den nicht angreifen hier? Bam, bam. Ist ja lustig. So. Nehme ich alles mit. Und dann geht's weiter. Jetzt weiß ich, was schärfen. Ich versuche gerade ein bisschen darauf zu verzichten. Wenn wir gerade ein paar Angriffe reingeballert kriegen. Ich glaube, für diese Kleinen ist das doch nicht so eine gute Idee mit der Entladung. Ja, ich merke das gerade vermehrt so. Eigentlich insgesamt ist es ganz cool und so, wenn man trifft. Aber die sind einfach zu klein, diese Ziele. Ich kann keine himmelhohe Wyvern-Klinge treffen, akkurat. Weil dadurch, dass sie sich auch so flink bewegen, habe ich auch noch das Problem, die Kamera dann, ne, so schnell wie möglich zu drehen, damit ich sehe, in welchem Winkel muss ich jetzt hier runterfallen. Damit diese Attacke da sitzt. Ja, aber wenn man ehrlich ist, werden später... Vielleicht später zu Sunbreak nochmal, aber hier in diesem Let's Play wird es sehr, sehr wenig vorkommen, dass wir gegen diese Monster, also gegen diese Art von Monstern kämpfen. Also Kubuyaku, Azuros und so. Das sind eigentlich dann so später Monster, denen wir gar nicht mehr so oft begegnen, es sei denn, wir nutzen sie halt eben, wie ich das ja schon in vergangenen Folgen getan habe, als Reitmöglichkeit, dass wir dann gegen ein anderes Monster da damit kämpfen halt, das ja, aber so hauptsächlich werden wir eigentlich gar nicht mehr gegen die später antreten. Wir brauchen nicht so wirklich Rüstungsteile von denen und wenn, dann farme ich das ja eh offscreen mit dem Langschwert. Also selbst die Farming-Sessions, sage ich mal, werden nicht so mich jetzt nicht so anstrengend werden. Aber gut, weiß ich dann fürs nächste Mal, dass ich dann diese Monster auch lieber mit verdichteter Entladung und unbesiegbaren Gambit versuche dann. So, finish him, bam. Und... Oh. Jetzt aber... Wow. So antiklimatisches Ende. Na gut. Damit hätten wir dann Kuruyaku auch besiegt und diese Quest damit auch erledigt. Leider schaffen wir jetzt kein zweites Monster, schrägstrich eine zweite Quest in dieser Folge. Ja, wenn die mindestens genauso lange dauert, dann haben wir eine 40-Minuten-Folge und das, ja, würde ich gerne verhindern. Ihr wisst ja, wie es ist. Aber wir nutzen jetzt ein bisschen noch die Zeit und schauen mal, was wir mittlerweile bauen können. Auch bei den Dekorationen können wir mal nachschauen. Was da so mittlerweile möglich ist. Aber gut,
So, oh hier, guck mal, ein Bestienjuwel und ein Vogel Wyvern Edelstein. So sieht das halt aus, wenn man seltene Materialien kriegt von den Monstern, ne? Die glänzen dann so, sind selten halt 7. Vielleicht doch mal höher. Aber ja, wenn die so glänzen, dann sind das so seltene Sachen. Das ist ein seltener Gegenstand von Kuriaku und ein seltener Gegenstand von Azuros. Aber ja. So, dann, wie gesagt, schauen wir noch mal ganz schnell nach. Was wir denn so für Waffen mittlerweile jetzt schon verbessern können. Dann können wir eine Liste machen. Eine Wunschliste hier. Das wäre die Feuer-Morph-Axt. Können wir auf die Wunschliste packen. Die könnten wir, glaube ich, auch so schon machen. Ne? Das ist ja goldener Schlamm. Genau, das ist einfach ein normales Almudron. Ein Low-Rank-Almudron quasi. Okay, das kriege ich hin. So, das Bario-Ding können wir sogar schon verbessern. Okay, cool. Mach ich das natürlich. Warum nicht, ne? Donner-Element, das ist nicht die. Knoson war auch nicht so gut, ne? Wegen Kraftfiole und so, genau. Das ist egal. Hier haben wir noch keine. Ach doch, hier. Hier wäre dann die nächste Verbesserung. Sehen wir aber noch nicht. Sulagombi brauchen wir nicht. Wo ist denn die Kesu? Hab ich die verpasst? Hier, da ist die Kesu, ne? Genau, kommt doch auf die Wunschliste, zack. Können wir mal demnächst sammeln. Hier Perlhaut, bleiches Steak, Donnerbeutel, verdächtiger Zahn. Okay, wie sieht's mit der Rüstung aus? Also wahrscheinlich noch nicht so viel, ne? Fokus. Fokus ist eigentlich auch so ein Skill, der gut sein kann auf der Morphaxt. Dann erhöht sich dieser Balken schneller. Dieser, dass er halt aufgeladen ist, im aufgeladenen Zustand. Ne, weil Fokus hier, falls ihr es nicht wisst. Erhöht halt das Fülltempo von Waffen mit Balken und die Ladegeschwindigkeit von Waffen mit aufgeladenen Angriffen. Das heißt 20% schnellere Balkenfülltempo und 15% schnellere Aufladezeiten. Aber da wir mit Elementfiolen kämpfen, ist das nicht so wirklich relevant. Also es geht trotzdem auch ohne schnell. So, was haben wir hier? Konstitution auf Stufe 3, okay. Teilzerstörer. Hier haben wir zum Beispiel Schutzpolitur, ne, der Skill und schnelles Schärfen, das wovon ich gesprochen habe. Das ist so ein Ding später bei den Skills, werden wir auch auf die Morphaxt ballern. Ansonsten haben wir hier nicht so wirklich was, ne, was uns was bringt. Na gut. Dann bleiben jetzt noch 2 Quests offen bis zur nächsten dringenden. Vielleicht schaffen wir ja die beiden in der nächsten Folge. Ansonsten, wir arbeiten uns ja langsam vor. Ja, machen wir Knosam und Tetranadon. Probieren wir einfach mal dann in der nächsten Folge beide zu besiegen. Also beide in dieser Folge zu schaffen. Und ja, danke euch wieder fürs Zusehen, fürs Dabeisein und mal sehen, wie wir so vorankommen. Es klappt ja alles. Und ja, farmen werde ich jetzt noch nicht die Waffen da für Rathalos und, also für die Rathalos Morphax und für die Kesu Morphax. Das mache ich ein andermal, wenn wir ein bisschen mehr Sachen auf der Liste haben, ne? Nur für die 2 Dinge lohnt sich das nicht. Aber gut, dann bis zum nächsten Mal.